Das war der Schlagabtausch heute zwischen 13 und 14 Uhr. Und wenn Sie sich daran erinnern, was Sie gesehen haben, bevor wir in diesen Beitrag gegangen sind, dann war es nämlich diese Uhr, die Sie jetzt noch mal sehen. Genau das haben wir jetzt auch in den letzten etwa 20 Minuten gesehen. Um 19.55 Uhr hat John Bercow, der Sprecher des Unterhauses, die Abgeordneten zur Wahl gebeten und exakt eine halbe Stunde soll das dauern. Deswegen ist auch die ganze Zeit bei uns die Uhr im Bild geblieben. Also spätestens um 19.55 müsste es dort weitergehen. Zum Zeitplan noch ganz kurz. Es wird ja gerade abgestimmt über per Stimmzettel über diese Probeabstimmung. Dann hat man heute Abend, wenn die Entscheidung dann bekannt gegeben wird, in etwa so ein Bild, wo die Abgeordneten des Unterhauses sich gegebenenfalls vorstellen können, Änderungen am Vertragswert vornehmen zu lassen. Und dann Verkündung 22, 23 Uhr. Das ist noch relativ unsicher. Und in der Zwischenzeit wird über die Gesetzesänderung diskutiert, die zwingend erforderlich ist, um das Austrittsdatum 29. März, was Stand jetzt ja noch aktuell ist, auf den 12.04. oder dann gegebenenfalls den 22. Mai zu schieben. Ich nutze die Gelegenheit mal, bevor die Abgeordneten wieder ins Unterhaus zurückkehren, Graham Lucas, dass Sie uns mal kurz erklären, warum das und was da jetzt gerade hinter den Kulissen passiert und warum das so anders ist als das Division, was wir ja immer gewöhnt sind. Ja, wir haben ja 8 Alternativvorschläge quasi zum Brexit im Moment in der Diskussion. Und es wird darüber Probeabstimmungen geben. Und man kann sich vorstellen, eine klassische Abstimmung, wo die Abgeordneten alle das Haus verlassen. Wir wissen ja auch, es dauert etwa 15 Minuten. Das dauert ja einfach viel zu lang. Da wären wir schon mal bei 2 Stunden. Genau. Insgesamt, und deswegen hat man in der Geschäftsordnung, über die Geschäftsordnung beschlossen, dass man das per Stimmzettel machen wird. Die 8 Varianten zum Brexit, die Abgeordnete, die ausgesucht wurden für die Abgeordnete, für ihre Diskussion. Sie stehen alle auf dem Stimmzettel und jeder Abgeordnete darf in diesem Stimmzettel entweder Ja oder Nein zu jedem Vorschlag stimmen. Er darf nicht Ja und Nein stimmen. Das hatten wir vom Parlamentspräsidenten auch gehört. Dann ist es dann ungültig. Also, Sie sind im Moment draußen, nicht im Unterhaus selber, sondern in den Gängen, wo sonst normalerweise abgestimmt wird und sind fleißig dabei, Ihre Stimmen auf diese Zettel zu schreiben. Und diese Zettel werden dann nachher abgegeben und das Ergebnis wird dann dem Parlamentssprecher mitgeteilt. Zu späterer Stunde haben wir das natürlich auch live im Programm. Thomas Kutschka, was uns dazu bringt, welche Vorschläge auf dem Tisch liegen? Wir haben ja gerade die Debatte gezeigt, das ist ja höchst unterschiedlich. Ich sage nur mal so, es gab noch mehr Anträge oder beziehungsweise Beiträge, die auch zur Abstimmung hätten kommen können. John Bercow hat sich aber für 8 entschieden. Das ist B, D, H, J, K, L, M, N und O. N eben nicht und O. Die werden auch der Reihe nach dann sozusagen auf dem Stimmzettel stehen. Blicken wir mal auf das, was reelle Varianten sind, die vielleicht die Chance für eine Mehrheit sehen. Was sehen Sie da als Chancen, die das Ganze ja nochmal trotz des angedeuteten Rücktrittsangebots von Theresa May nach dem Brexit nochmal alles ins Wanken bringen können? Ja, vielleicht vorweg zur Orientierung. Diese 8 Optionen kann man in 3 Gruppen aufteilen. Die erste Gruppe, das ist eigentlich die klassische Option, die auch schon 2016 auf dem Tisch lag, als die Wähler abgestimmt haben. Remain und Leave. Remain drückt sich hier aus, das ist der Antrag, dass die Regierung den Austrittsantrag zurückzieht, dann wäre Großbritannien weiter Mitglied. Die Option alles, hätte sie ja tatsächlich. Ja, hat der Europäische Gerichtshof bestätigt. Und die Option Leave ist die erste Option auf dem Zettel. Dann gibt es mehrere Optionen, die beziehen sich auf das künftige Verhältnis, wenn man unterstellt, ja, wir gehen. Und da gibt es sozusagen 3 Stufen. Erste Stufe Zollunion. Zweite Stufe, so wie Norwegen in der europäischen Freihandelszone bleiben, das heißt im Binnenmarkt, aber ohne Zollunion. Dritte Stufe, Norwegen Plus, also dieses Modell erweitert um eine Zollunion, etwas, was singulär neu ist, das gibt es nämlich bisher gar nicht. Und die Norweger und Isländer haben ja auch schon klar gesagt, was sie davon halten. Genau, das müsste also... Dann wird es also richtig kompliziert, weil diese Option muss man nicht mit der EU, mit den 28 Mitgliedern aushandeln, sondern mit den 3 Staaten, die schon in der Freihandelszone sind, nämlich mit Liechtenstein, Norwegen und Island. Und die EU ist ja Mitglied als Ganzes. Als Ganzes, genau. Aber die hätten natürlich am meisten zu sagen, denn
die haben sich eben sozusagen einer Umlaufbahn weiter entfernt um die EU aufgestellt. Und wenn die Briten da reinkommen, würde das natürlich auch die ganze Architektur oder die ganze Statik dieser Zone verändern. Und vielleicht noch ganz kurz die dritte Gruppe. Das ist dann die Frage des Referendums, also eine prozedurale Frage. Soll eine Option, die mehrheitsfähig ist, die sich auf die Zukunft bezieht, auf jeden Fall von den Bürgern bestätigt werden in einem weiteren Referendum? Das ist die vorletzte, also die Option 7 auf dem Zettel. Graham Lucas, wenn wir das jetzt mal gewichten, so erscheint es ja, dass Kategorie 1, so wie Thomas Kutschka sie gerade beschrieben hat, und Kategorie 3 am unwahrscheinlichsten erscheinen. Zunächst mal, wenn wir das Verhalten der Abgeordneten über die letzten Wochen und Monate beobachtet haben. In der Kategorie 2, das heißt Norwegen, Norwegen Plus, oder also die Option Zollunion spielt da eine große Rolle. Was hätte die größten Chancen, dass heute Abend dann tatsächlich eine Überraschung passiert? Also ich glaube, es wird vielleicht der Antrag, der besagt, egal welcher Deal durchs Parlament kommt, gibt es dazu eine Volksabstimmung. Also das heißt, die Wähler haben die Chance, dieses Austrittsabkommen zu bestätigen oder zu sagen, dass sie in der EU verbleiben möchten. Ich glaube, das wird gut abschneiden. Ich glaube nicht, dass die extremeren Varianten irgendeine Chance haben, also die Hardliner mit ihren Anträgen, dass sie einen Hard Brexit sich wünschen und so weiter. Genauso wenig Chancen räume ich ein, die Möglichkeit, dass man einfach Artikel 50 zurückzieht und sagt, wir bleiben so, wie wir sind. Die beiden Möglichkeiten würde ich ausschließen als wirklich Erfolgsvarianten. Aber man könnte durchaus, weil die Labour-Partei Fraktionszwang einsetzen will, halte ich es für durchaus möglich, dass die Variante Zollunion gut abschneidet. Thomas Kutschka, was mich natürlich dazu bringt, dass wenn Theresa May heute vor den Hinterbänklern in ihrer Fraktion nicht dieses Angebot gemacht hätte, würde sich alles nur darauf fokussieren, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben. Das spielt im Hintergrund aber natürlich eine Rolle und Sie bekommen ja auch die Nachrichten aus London. Der Druck insbesondere bei den Hardlinern ist jetzt gerade sehr groß und natürlich genauso bei Theresa May. Was spielt sich da jetzt im Hintergrund ab? Ja, Hintergrund ja tatsächlich wörtlich, denn wir haben das vorhin gesehen, da war das Unterhaus plötzlich auf einer Seite leer, denn es haben sich eben die Abgeordneten zur Fraktionssitzung getroffen und nach dieser Fraktionssitzung haben sich dann einzelne Gruppen nochmal getroffen, insbesondere eben die Brexit-Hardliner. Die Gruppe heißt European Research Group, bisschen ein absurder Name, hat eine lange Geschichte. Klingt ja eher wie ein Think Tank als wie eine politische Vereinigung. Teil einer Fraktion, genau, ja. Das ist eine Gruppe, die von außen gesehen sind das die Hardliner. Aber wenn man reingeht, dann gibt es auch da sozusagen unterschiedlich harte Hardliner. Es gibt einen ganz harten Kern, das sind so um die 30 Abgeordneten. Die haben auch gesagt, das waren die Leute, die Champagnerflaschen geöffnet haben, jedes Mal, wenn der Deal von Frau May nicht durchging. Wir wollen raus. Raus, raus, raus. Dann gibt es nochmal ungefähr 30. Das sind Leute, die sagen, naja, wir wollen ein Freihandelsabkommen. Und also einen ganz ungeordneten Brexit, das ist auch nicht unsere Lieblingsvariante. Und darum herum gibt es vielleicht nochmal so ungefähr 30, die da manchmal auftauchen, manchmal auch nicht. Und die sozusagen Sympathisanten sind. So, was wir jetzt hören, ist, dass von dieser Gruppe, und auf die kommt es ja an, um den Deal durchzubekommen, braucht Theresa May alle von denen. Und jetzt hören wir, dass 30, das sind diese innersten Hardliner, dort gesagt haben, ungefähr 30, no way. Wir werden nicht für diesen Deal stimmen, auch nicht, wenn sie zurücktritt. Das heißt, wenn es zu dieser Abstimmung kommt, ganz schlechte Karten. Im Grunde, wenn die jetzt nicht noch einschwenken und wenn die DUP, also die schottischen, die nordirischen Nationalisten, die haben sich bis jetzt nicht geäußert. Wenn die bei ihrer Position bleiben, dass sie nicht dafür stimmen, ist das Ding tot. Egal, ob sie zurücktritt oder nicht. Das heißt, die Optionen, die auf dem Tisch liegen, sind dann ja doch sehr begrenzt. Und es ist klar, dass damit die 30, die gemäßigten Hardliner in Anführungsstrichen, natürlich das Zünglein an der Waage sind.
Ja, in der Tat. Also ich stimme meinen Kollegen absolut zu. Also bei der ersten Abstimmung hatten wir eine Mehrheit von 230, dann bei der zweiten Abstimmung 149. Und ich denke, bei der dritten werden wir immer noch, es wird eine ganz große Zahl fehlen. Also ich denke, vielleicht in der Größenordnung von 50 bis 70. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass die pro-europäischen Konservativen haben ein bisschen Blut geleckt und sie haben maßgeblich eine Rolle dabei gespielt, dass diese Abstimmungen überhaupt heute stattfinden. Und wenn zum Beispiel etwas auftaucht bei diesen Abstimmungen heute, was Sie unterstützen können, warum sollen Sie noch mal hinter Frau May schwenken und Ihren Deal durchsetzen? Es macht wenig Sinn. Ich glaube nicht, dass die nordirischen Protestanten kommen, also die DUP. Ich glaube, die werden auch noch mal dagegen stimmen. Und dann eben die erwähnten 30 harte Kern. Mitglieder des harten Kerns auf der rechten Seite. Sie haben mehrfach in den letzten Tagen gesagt, wir werden niemals für diesen Deal stimmen. Und haben mehr oder weniger auch gesagt, es hat sehr viel damit zu tun, dass Frau May sie nicht konsultiert hat in den vergangenen 2 Jahren. Meine Herren, man muss im Übrigen sich ganz kurz vor Augen führen. John Bercow hat uns heute mehrfach überrascht. Zum einen hat er nicht so wie sonst pünktlich um 20 Uhr zur Abstimmung gebeten, sondern schon 5 Minuten vorher. Und jetzt passiert das, mit dem man am wenigsten gerechnet hat. Er hat einfach mal die Abstimmung offensichtlich verlängert. Wir blicken mal kurz auf die Uhr. Dort ist es bereits 19 Uhr, also Entschuldigung, das ist ja London Time. Hier ist es dann 20.28 Uhr. Damit hat er schon die halbe Stunde überzogen, Thomas Kurzka. Ja, vielleicht hat das auch mit dem ungewöhnlichen Verfahren zu tun. Genau, ja. Man muss sich immer vorstellen, das, was die da jetzt praktizieren, haben die seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr getan. Einmal 2007, das letzte richtige Mal 2003, ja, das ist jetzt 16 Jahre her. Da ging es um die Reform des Oberhauses. Die große Frage, das war ja noch die Zeit von Tony Blair, damals war, ob man nicht wegkommt von diesem Prinzip, aristokratischen Prinzip, dass man per Geburt Mitglied ist und eben Mitglieder dorthin, ja, delegiert, entsendet, die aber eben nicht über Generationen hinweg dort sitzen. Und da hat man 7 Optionen ausgearbeitet. Wie könnte denn ein neues House of Lords sein? Und hat das genau in diesem Verfahren behandelt. Auch sehr interessant für uns. Keine einzige Option hat damals eine Mehrheit bekommen. Ich meine, das lässt jetzt ja nicht wirklich hoffen auf das, was uns jetzt erwartet, wobei die Chancen ja vielleicht gar nicht so schlecht stehen. Also wie immer sorgt das Unterhaus und nicht nur der Speaker für die eine oder andere Überraschung. In diesen Sekunden geht es auch los. Wir hören, was John Bercow sagt.